Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen hier zu Euro Truck Simulator 2 im Nachtschwärmer. Ich habe ja einiges von euch durchgelesen. Ich finde das auch super, dass ihr so viel kommentiert und es gab ein paar Wünsche und ich werde dem mal nachkommen. Automatische Retarder, ich habe mir das ja eh belegt, ne? Also das brauche ich ja eigentlich in dem Sinne nicht. Wollte ich ja dann selber einstellen. Die Motorbremse ist draußen, die hatte ich jetzt gar nicht drin, meine ich. Hm. Ja. Was ich noch am Überlegen bin, ist mit von ProMods diese Auflieger. Und da hieß es jetzt aber, habt ihr jetzt gesagt, hey Tom, wenn du das nimmst, dann hast du aber kein Aufsattel mehr für Erfahrene. Das kannst du dann halt nicht mehr nutzen. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich darauf verzichten möchte. Was ich jetzt noch nicht probiert habe, ist, meinen anderen Spielstand wieder flott zu machen. Muss ich mir mal den Kopf gehen lassen, ob ich das mache oder nicht. Wir fahren jetzt hier erstmal weiter. Ich meine, es macht ja auch Spaß, so ein bisschen neu anfangen. Und ja, mit der Map ist wohl noch irgendwie was nicht hin. Und ich habe jetzt aber alles. Könnt ihr nochmal drauf gucken, ob das so jetzt in Ordnung ist? Ich habe jetzt auch nicht alles drin, was geht. Ist aber trotzdem jetzt nur. Ja, es ist nur eine Datei. Ist das so, wenn man diese gekaufte Version hat, ist das dann nur so ein Ding? Kann es vielleicht daran liegen? Jo. Keine Ahnung. Wenn das hier nicht stimmt, sagt mir mal Bescheid. Wenn das auch nicht anders aussehen sollte, dann gucke ich mir nochmal an, diesen Download-Link, den die mir geschickt haben, ob ich da irgendwas vergessen habe. So, wir fahren jetzt mal weiter mit unseren Tomaten nach Malmö. Das ist ja nicht unser LKW, gehört ja unserem Chef, ne? Und ich stehe hier ein bisschen ungünstig. Ich werfe mal die Maschine an. Oh je, mitten auf der Bahn. Gib mal Gas. Na, lässt mich hier auch wieder irgendwie jemand mal. Alles Egoisten. Da brauche ich doch mal ein anderes Lied. Die Taste habe ich mir sogar noch gemerkt. Boah, sag mal. So viel zum entspannten Nachtschwärmer. Sorry. Da habe ich gerade. Ach. Ich habe meine Taste gefreut und dann sowas, ne? Naja. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt auf der linken Spur gehen. Ich würde gerne wieder rüber. So. Ja, ich habe mal wieder eine neue Mod drin. Die hatte mir der Michael empfohlen. Ich versuche mal jetzt mal ganz kurz. Ich versuche natürlich auch. Mir fällt es immer sehr schwer mit. Ich habe es immer so mit Namen merken. Ne? Michael, den kenne ich schon sehr lange. Und deswegen habe ich seinen Namen auch immer parat. Also auch derjenige, der mir das hier super nochmal alles erklärt hat und riesen Text geschrieben hat, vielen Dank. Ne, deinen Namen kriege ich auch noch rein, das kriege ich schon noch hin. Ich habe jetzt leider keine Datei liegen und mein zweiter Monitor, der steht aktuell nicht auf meinem Schreibtisch. Naja, Schreibtisch. Ja, der ist, hat so tolle Füße, die man verstellen kann. Und diese tollen Füße, ja, da ist einer defekt anscheinend, der senkt sich immer ab, wenn ich meinen zweiten Monitor draufstelle. Deswegen steht mein Monitor jetzt da unten auf dem Boden und ich. Ist so weit weg. Also macht das da jetzt auch keinen Sinn drauf zu schauen. Das kann nur besser werden. Ja, also das passt aktuell zur Serie eigentlich, was mir alles so passiert. Aber haben ja einige von euch sicherlich auch verfolgt. So, ich glaube, hier sind wir schon richtig. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, das ist doch schon. Ja, ich habe mal eine neue Mod von Michael drauf gemacht. Die gibt es aktuell im Steam Workshop. Hat irgendwas mit dem Getriebe zu tun. Ich weiß nicht, was sie macht aktuell. Ich habe es einfach mal drauf gemacht, weil ich weiß, die läuft. Und ja, schaut es euch mal an. Ist irgendwie ganz neu im Workshop. Also werdet ihr finden. Und wahrscheinlich steuert das Getriebe dann irgendwie anders, realistischer. Ne? Irgendwie sowas. Sieht's nie aus.
So. Ein Stück kann ich noch, oder? Hab ich ja mal einen tollen Spiegel. Ups. So, wollen wir mal einfädeln. Und passend zu diesem Getriebe muss man sich dann sogar auch zwei Mods noch empfohlen. Einmal ein DAF und einmal ein MAN. Die sehen ziemlich cool aus. Was ich mich nur mal frage, zum Beispiel bei diesen Vasilio jetzt auf Englisch, und ich bin nicht so der... Ich kann zwar Schulenglisch, aber... Das war's. Man sollte sich meine Bremse hört sich auch nicht mehr schöner, ne? Das war auch schon mal besser. Okay. Da hatte ich irgendwie eine Mod nicht mehr. So. Ausgezeichnet. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, jedenfalls ist da MAN und also mit diesen Koffern, das verstehe ich nicht. Wir gucken uns das Ding gleich mal an, wenn ich das irgendwie überhaupt dran komme. Weil ich habe noch keinen Shop freigeschaltet, ne? Oh. Unsere Firmenzentrale. Die sieht doch sehr vertrauenserweckend aus. Ja. Da würde ich auch jederzeit buchen. Gut, wir müssen nicht unbedingt Geschäftsleute einladen, aber gehen wir mal jemanden im Imbiss nehmen an. Ist schon okay. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Wisst ihr das noch? Es ist eine sehr schlichte Garage. Nicht besonders, aber immerhin ein Anfang. Das stimmt. Ne? Also Anfang ist immer wichtig. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Okay. Oh Mann, jetzt habe ich es verpasst. Haben wir zu viel gedrückt. Naja, viel Glück. Hier kann ich jetzt noch nichts machen. Weil wir haben einen Fähigkeitspunkt. Ja, fangen wir jetzt hier mal irgendwie anders an. Spezialisieren finde ich schon wichtig. Müssten wir halt sehen. Auf jeden Fall mit diesen Koffern, ne? Wenn du dir jetzt so ein Ding da drauf machst, dass du halt einen richtigen Koffer hinten auf dem LKW hast. Wie kriegst du denn dann die Aufträge? Das verstehe ich immer nicht. Gibt es ja auch mit Holz und so ein Kram, ne? Aber ja, was kann ich denn dann da annehmen? Gibt es da Spezialaufträge in jeder Stadt oder habe ich dann nur ganz selten Aufträge oder ich verstehe das nicht. Also da könnt ihr mir gerne mal ein paar Tipps geben, da wäre ich echt sehr dankbar für. Oder mir sagen vielleicht, hey Tom, das ist ein tolles Forum, da findest du für all deine Fragen super Lösungen. Und das lief halt mal letztes Mal erst, das spiel ich mal anders, macht er jetzt nicht. Wir nehmen erstmal... Na, ADR sind immer so langweilig, ne? Wie das mit hochwertiger Fracht erstmal? So. Ja, brauchen wir einen Auftrag. Und ein anderes Lied. Ich glaube, das macht er nur, wenn wir jetzt im LKW sind. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Aber eigentlich ist es ja Wurst. Suchen wir uns mal einen schönen Auftrag. Mit dem LKW, der mich interessiert vielleicht. Gleimt hat mal den DAF, ne? Das ist der Actros. Ich glaube sogar, das hier ist dieser neue. Hier haben wir nochmal ein Iveco. Okay, würde ich auch gerne nochmal fahren. Den Renault würde ich auch gerne nochmal fahren. Dieser MAN ist jetzt nicht dabei, aber den finde ich auch interessant hier. Den DAF 105 Super Space. Das ist ein neuerer DAF hier, oder? Euro 6 Super Space.
Okay, jedenfalls würden wir hier 7000 kriegen. Von Dresden nach Malmö, 13 Stunden. Schon eine Strecke, ne? Ist hier noch was Schönes, wo wir ganz viel Geld verdienen? 3000. Kabeljau. Der neue MAN würde mich mal interessieren, aber den sehe ich jetzt hier gerade nicht. Okay. Nö, auch nichts Schönes. Wie waren die Preise jetzt hier? Und hier 6000. 26 Stunden unterwegs. Weil das meiste dann auch hier mit der Fähre noch ist, ne? Fernpreis 1314 müssen wir dann aber abziehen. Okay. Ich komm, wir nehmen den jetzt hier. Gucken wir uns den LKW mal an, ich bin gespannt. Aus. So. Das war nicht schon eine. Wow. Ja, gut. Ich glaube, diese anderen Normen, ich weiß nicht, finde ich vielleicht. Was haltet ihr von dem? Wie findet ihr denn? Wahrscheinlich ein bisschen moderner als diese andere da, ne, die ich da gesehen habe. Ich meine, das Cockpit ist, glaube ich, ganz geil. Ja, jetzt gehen meine Tasten wieder. Nehmen wir die. Handbremse ist raus. Okay. Ja, los geht's. So. Jetzt links rum. Was ist denn hier aus? Warte mal. Der dann. Ja, der doch da unten das Navi, ne? Das sieht nur so dunkel aus. Soll ich mal Licht anmachen? Nichts daran? Oh. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist dann hier. In der. Anzeige hier. Okay. Ist dann hier in der Stadt hier irgendwie noch so ein Händler? Also hier ist noch eine Frage. Da ist ein Händler. Wir sind jetzt wo? Da vorne. Ich könnte doch jetzt einfach, wenn ich jetzt hier die 1 hinmache, ne? Wird er dann hier dahin fahren? So als kleinen Umweg? Weil 2 ist ja blöd. Habe ich die 1 da gerade gesetzt? Auf jeden Fall möchte ich hier mal hin. Dann haben wir das gleich hier drum und dann kann er darum auf die Bahn fahren. Das ist auch super. Das müsste doch gehen. Schlecht finde ich jetzt nicht vom Cockpit her. Oh, dieses Holz ist nicht so meins. Wie spät ist das denn? Ich will das jetzt vielleicht sogar eine Nachtfahrt? Die Spiegel sind schön. So ganz gut Power, das Ding. Kommt mir zumindest so vor. Ja! Was haltet ihr von der Kiste? Ruhig mal runterschreiben. Damit ich jetzt erstmal so meine Entscheidung mit reinbeziehen kann. Oh ne, jetzt mache ich aber noch nie aus. Das war noch ein bisschen. Mal ein bisschen länger. Ihr habt doch Zeit, oder?
Also was mir Sorgen macht, ob ich es noch schaffe bis 22 Uhr, aber ich bin mal guter Hoffnung, weil mein Internet läuft ja wieder ganz gut. Warte, wir müssen hier rum. Hat der jetzt auch nicht hier eine Vitale? Ja. Da seht ihr hier rechts an den Schalter, ne? Guckt mal rechts beim Lenkrad. Wenn ich jetzt mal Ritana drücke, warte mal. Na, dann geht der Hebel runter und ich jetzt wieder. So. Okay. Kann man halt damit die Stärke beeinflussen, wie stark er dann halt darüber bremsen soll. Ne? So, dann müsste doch jetzt gleich der Händler kommen, ne? Wenn ich alles richtig eingestellt habe. Ich war jetzt schon vorbeigefahren. Ach nee, wir müssen jetzt hier rechts und dann... Okay. Also der wirkt schon ziemlich modern hier, dieser... Darf. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ihr mich jetzt fragt, ist das vielleicht sogar eine Mod, die ich mir jetzt hier gerade draufgepackt habe, wegen diesem Getriebeding? Kann das sein? Ach, Scheiße. Nur ein Kratzer, oder? Es bleibt stehen. Bleib doch einfach stehen. Bleib doch einfach stehen. Ach, Leute. Warum immer ich? Mist. Danke. Ja, es war, ich weiß, der Winkel war, ich habe mir schon gedacht, hey, das passt nicht. Ich hatte auch nicht so drauf geachtet, wirklich, auf meinen Trailer, weil ich war so euphorisch auf den Händler und das hat man jetzt davon. Kann ich eigentlich jetzt auch kurz reingucken in den Shop? Wenn ich, das geht ja nur, wenn ich jetzt den Trailer abmachen würde, ne? So, auf jeden Fall Arbeitsagentur entdeckt, wobei ich mal nicht so ganz verstehe, warum denn man die entdecken muss, aber okay. So. Nee, das ist ja nur meine Werkstatt, oder? Noch kein Händler. Idiot. Ich hab Post. Als zertifizierter Händler von DAF LKW bietet mir eine große Ausführung. Wir können durchaus immer eine Angebot. Oh. Bremen, DAF Händler. Jetzt haben wir nämlich hier einen freigeschaltet. So. Ich habe 5 LKWs. Ja, super. Ich bin mal irritiert, warum da unten jetzt immer noch die Lupe ist, ne? Ah, da fährt sich echt gut, da mache ich Spaß. Ich glaube, wir müssen mal wieder einen Livestream machen, oder? Und dann kann ich mal hier meine ganzen Fragen mal loswerden an euch Experten. Das wird auch mal eine nette Geschichte. Ich habe ja noch einen alten Account zum Stream, aber... Ich würde, glaube ich, schon fast eher überlegen, ob wir das Ganze dann, weil ich ja eh noch kein Partner da bin, ob wir das dann lieber hier machen, auf YouTube. Da könnt ihr euch wenigstens die Qualitäten selber einstellen und so, weil das doof ist ja bei dem anderen, dass du, dessen Name mir gerade nicht einfällt, wie immer, dass du
halt, wenn du noch nicht Partner bist, da können deine Zuschauer nur Full HD sehen. Das ist natürlich dann auch doof, wenn ich die Leitung aber gar nicht habe, ne? Ich muss mich echt mal rangeführen hier an die Kisten. Wie kommst du mit dem? Kommst du gut? Warte mal. Das passt, oder? Jo. Ich muss eigentlich nochmal das abwendlicht. Nee. Das ist jetzt aber nicht. Achso, das ist dann das Fernlicht. Okay. So, treten wir mal drauf und gucken, was er so bringt. An Beschleunigung. Was ist denn die Ganganzeige noch? Okay. Achso, dann sieht man auch jetzt das Licht an. Aha. 89.000 die Kiste runter. Also ich habe jetzt echt noch Bock, aber ich muss erstmal raus, sonst kriegt ihr das Video nicht pünktlich. Ich danke euch fürs Zuschauen und sorry, dass es ein bisschen chaotisch war, aber der LKW ist doch ganz cool hier. Gar nicht schlecht. Mhm. YouTube. Ich muss mal gucken, wann es jetzt die nächste gibt. Vielleicht bringe ich morgen noch eine, weil wie gesagt, ich habe gerade echt Bock auf das Spiel und jo. Schauen wir mal. No? Macht's gut. Euch einen schönen Abend. Schlaf gut. Ciao.